Servus zusammen! Im heutigen Video seht ihr, wie wir die Hohlraumversiegelung machen im Innenraum und wie es mit der Dachträgermontage ausschaut bzw. die Vorbereitung dafür. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Im folgenden Teil müssen wir die Hohlräume noch versiegeln, innen. Außen wird es auch noch versiegelt, aber das lassen wir machen, damit das wirklich Profis machen. Und innen drin haben wir so kleine Übergänge und so, die wo nicht gescheit gemacht sind bzw. nicht gemacht sind, und die machen wir jetzt halt noch. Jetzt sage ich das mal ganz kurz, was ich meine. Da leider mit dem Handy auch noch reinleuchten. Unten die Nupseln müssen wir natürlich einmal, gehen wir einmal mit dem Wachs rum, und da unten, ein bisschen hinzoomen. Da unten seht ihr so eine rote Linie quasi. Und das ist quasi Stoß auf Stoß, und da ist kein Wachs und nichts. Und da, die haben wir jetzt komplett von unten rauf. Von unten rauf bis daher ungefähr oder so, die haben wir es komplett einwachsen. Damit das Ganze einfach ordentlich ist. Das werden wir jetzt alles quasi noch einwachseln, damit die Gefahr gebannt ist, bevor wir dann dämmen anfangen und uns hinterher dann ärgern müssen, damit wir es nicht gemacht haben. Deswegen machen wir es jetzt gleich noch. Jo, und da schaut es einfach wieder zu. Ich weiß nicht genau, wie ich es filmen soll, weil das da unten drin ist, aber kriegen wir schon hier irgendwie. Vielleicht mit der GoPro dann. So, vorher, bevor wir mit dem Wachs drüber sprühen, den wir natürlich nochmal raussaugen. So, jetzt, ich wollte eigentlich von Terrazone das Wachs haben, aber das habe ich leider nicht auf die Schnelle gekriegt. Außen kommt dann schon das Gescheite drauf. Aber das machen Everett die Jungs von E5. Und ja, ich habe es noch nie gemacht. Wir probieren es jetzt einfach aus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Und los. Ja, brutales Zeug hier. Ja, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ja, da kann ich es nicht machen. Gut. Fast Abbruch dabei und auf Hilfe warten. So, wir haben es leider vergessen zu filmen, wie wir das restliche hier ausgespritzt haben. Jetzt geht es weiter mit den Airline-Schienen. Fürs Dach, wo dann der Dachträger montiert wird, wo die Solarplatten drauflegen und so weiter. So, jetzt haben wir schon zwei Stück, 8 brauchen wir. So, ich wollte jetzt gerade anfangen, diese Verstrebungen aufzumachen bzw. auszupacken und mal so ein Eck zusammenzubauen, um dann zu wissen, wo ich die Airline-Schienen, die wir mal vorbereitet haben, montieren muss. Problem ist, ich habe festgestellt, beim Auspacken irgendwie ist es komisch, ich habe dann so kurze Teile dabei, das habe ich gar nicht bestellt, und irgendwie fehlt da auch die Hälfte. So die ganzen Winkel, Verbinder, Schrauben, Hammerkopfschrauben, Muttern, die ganzen Verbindungsplatten, die ganze Gaudi, das fehlt irgendwie alles. Auf jeden Fall habe ich jetzt da gerade angerufen
Und die haben gesagt, ja, das geht nur schriftlich, jetzt muss ich eine E-Mail schreiben. Jetzt. Eigentlich wollte ich halt bauen und endlich das voranbringen. Und jetzt kann ich wieder ja, E-Mail schreiben und raussuchen, was abgeht und aufschreiben und den senden. Dann warten, bis ich irgendwelche Teile kriege und naja, irgendwann anders weitermachen. Das ist ja ziemlich beschissen jetzt. Nervt mich extrem. Aber ja, so ist es halt. Ich habe jetzt mal alles vorbereitet. Hier schön nummeriert. Über die Löcher reingemacht. Das ist die Konterplatte quasi. Das wird so dazwischen geklemmt. Dann habe ich im Bus drinnen angezeichnet, genau wo wir durchbohren müssen. Und ja, ich habe leider vergessen zu filmen. Ich habe nämlich schon eins bohrt. So, wir bohren jetzt quasi von innen nach außen mit einem kleinen Bohrer vor und dann auch mit dem großen von außen nach innen wieder. Das hat folgenden Grund. Wenn ich jetzt mit dem, ich zeige es euch dann von außen. Machen wir das noch schnell. Das hat folgenden Grund, warum wir vorbohren mit einem kleinen von innen nach außen. Erstens, ich kann das Maß von innen nicht auf außen übertragen, weil alles überall rund ist. Er ist so rund, er ist so rund. Hier an der Seite ist rund. Es bricht natürlich ein bisschen Lack weg und so von dem GFK-Aufbau. Und deswegen bohren wir vor und jetzt mit einem größeren von außen nach innen, damit wir den Ausbruch nicht da nicht so krass haben. Das machen wir jetzt einmal. So. Einmal schwarz. Zweimal schwarz. Was mich wundert, die ist nicht doppelwandig. Ich habe gedacht, dass das eine doppelwandige ist und irgendwie so dick ist. Das ist einfach nur, wenn es sei, 3 mm GFK. Hätte ich echt mehr erwartet, beziehungsweise gedacht, dass mehr ist. Gut, dann steckt man das jetzt mal da drauf. Das haben wir jetzt eingeschmiert mit Kleber. Dann steckt der Christoph von unten die Schrauben durch, damit ich weiß, wo ich hin muss. Legen wir uns das mal da so her, ganz vorsichtig. Dann hole ich den schnell einkappen. Ich steck's einmal wieder mit dem Batz durch. Nein! Wir haben so eine Dullis. Mann, 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 Mann. Jetzt hat man beinahe den Nutenstein vergessen. Steckt man jetzt zwei Schrauben durch. Dass alles schön abgedichtet ist da. Und die andere noch. Ganz wichtig, einen zweiten Mann. Weil war jetzt schwierig. Gut. Den anderen. Und die zwei noch zusammen. Und runter. Schaut das in der Nahaufnahme aus? Rundrum haut es am Batschi aus. Endkappen sitzen drauf und bei den Schrauben ist natürlich auch abgedichtet. Und in der Mitte ist der Nutenstein drin. Gott sei Dank. So, jetzt zeige ich das mal von innen. Hier innen schaut es so aus, dass die Lattung als Konter quasi ist. Dann haben wir eine große Beilagscheibe drauf da und eine selbstsichernde Mutter. Das ist alles aus VA, also Edelstahl, Schrauben, Beilagscheibe, alles aus Edelstahl, damit es eben auch nicht rostet. Und so machen wir das jetzt oder? Mit dem vorne haben wir schon gemacht, mit dem da. Und auf der Seite kommt da noch einer hier und da vorne noch einer und dann auf der anderen Seite noch vier Stück.
Und dann haben wir theoretisch mit den Halterungen schon mal fertig. Dann heißt es Dachträger zusammenbauen und raufschrauben. Die anderen filmen jetzt nicht alle, das ja, ist alles eh das Gleiche. Aber ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch!